Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Infraspace hier bei Heisenberg zockt. So, was sieht mein Adlerauge da? Aha, da haben wir doch tatsächlich wieder etwas, was nicht angeschlossen ist oder eventuell nicht mehr. Nö, das habe ich eigentlich relativ frisch gesetzt. Sag mal, naja gut, dann gibt's ein Sträßchen. Machen wir gar keine lange Geschichte draus. Irgendwie vielleicht so. Jawohl, schon hängt's dran. Gut, schön, dass es diese Symbole gibt. Ich glaube, man würde sonst irgendwie nichts mehr finden. Also wenn man nicht irgendwie die Zeichen hätte, dass eine Straße fehlt, dann wird es schwierig werden. Wir haben hier hinten, genau, hier haben wir das gemacht. Und mit dem Iridium 3.500 Kilometer entfernt, genau. Ja, das ist halt schon ewig weit. Was ist das hier Schönes? Habe ich das gebaut? Sag mal. Oder kann es sein, dass es wieder ein Update gab, was irgendwie wieder ein bisschen alles verschwurbelt hat? Nö. Eigentlich nicht, das müsste man eigentlich gemerkt haben. Ja, mir gefällt halt die Distanz nicht, aber was sollen wir machen? Jetzt stehen die auch still. Man sieht, weil die Lager voll sind, da steht ja jeweils. Irgendwo steht das, genau, ausgehendes Lager voll. Da müssen erst die LKWs kommen und da sind wir genau beim Kernpunkt. Das ist halt ewig weit weg. Und wir kriegen das nicht näher ran. Wir haben halt nun mal sonst nirgends mehr Iridium. Also, weil Stadtteile haben wir gemacht hier, das sehe ich soweit richtig. Jawohl, ein Stadtviertel, dass die hier die Legierung kriegen. Iridium Erz, genau, da sehen wir den Pfeil. Ja, ich weiß nicht, ob er das mit der Bahn... Nee, mit der Bahn, das geht nicht schneller. Definitiv nicht, weil diese Autobahn hier, man sieht's, die müsste eigentlich schneller sein als die Züge. Oder sehe ich das falsch, wenn ich das jetzt genau wüsste? Könnte man hier noch was machen? Lasst uns mal einfach, weil wir es können, hier noch eine Verbindung schlagen. So, okay, gut. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn macht, aber Schaden tut es ja auch nicht. So, ich habe immer das Gefühl, ich entdecke hier irgendwie noch Iridium. Nachdem wir die Strecke nach da hinten gezogen haben, stellen wir dann fest, hier hat sie auch noch. Nee, hier hat sie tatsächlich einfach nichts. Nada, nothing. Na gut, okay, der Strom, die Wohnungen. Ja, da müssen wir nachrüsten. Das machen wir natürlich mit Freude, dafür haben wir hier unser neues Viertel. Jetzt muss ich aber schnell gucken, wo haben wir das neue Viertel? Das müsste hier sein. Ja, hier ist halt auch schon wieder alles dermaßen gewachsen. Guck mal. Dass man irgendwie dieses neue Viertel fast nicht mehr findet. Aber okay, ich brauche mal den hier. So, dann werden wir hier welche hinstellen. Jetzt müsste ich aber schnell gucken, ob hier tatsächlich die Versorgung auch gewährleistet ist. Fürs Nötigste zumindest. Weil die hier, fehlt denen was? Hausgeräte. Parks fehlen. Okay, gut. Dann liefern wir mal einen Park nach. Zack, passt. Und dann müssten die auch leveln. Das hat tatsächlich gefehlt. Okay. Wohnungen jetzt 9,49. Mhm. Können wir ein Momentchen vernachlässigen. Weil hier fehlt tatsächlich Iridiumerz. Aber das haben wir schon mal rausgefunden. Hilft nichts, wenn wir keins mehr haben. Oder haben wir nochmal irgendwo so ein Dingens? Hier kann ich halt nichts mehr machen. Die Barker, die ja, sind genauso wie sie müssen. Und hier unten kann ich nichts hinstellen, weil ich den Straßenanschluss nicht hinkriege. Also, das ist schon mal nix. Es wäre noch gut, wenn man irgendwo... Da ist nochmal was, guck mal. Wenn man irgendwo eine Liste hätte, wie viele freie Vorkommen, das man noch hat. Das wäre natürlich auch noch hilfreich. Ja gut, dann nehmen wir dich mal noch in Beschlag. Wenn wir sowieso grundsätzlich zu wenig haben davon, würde ich mal sagen, ist es eigentlich selbstredend, dass wir hier von denen nochmal ein paar zur Verfügung stellen. Kriege ich das jetzt hin, ohne dass einer falsch steht? Das ist so die Frage. Da müsste eigentlich gehen. So, da haben wir eine ganze Ladung hingekriegt. Sehr gut. Entsprechend das Ganze mit Straße versorgen. Jawohl, das müsste wunderbar gehen. So, jawohl. Sehr schön. Dann das Ganze verbinden mit der Stadt. Strom haben wir natürlich noch keinen. Wie verbinden wir das mit der Stadt? Wir haben... Wo haben wir denn eine Straße? Da unten haben wir eine. Sonst haben wir keine. Ja, dann müssen wir da runter. Da würde ich dann aber tatsächlich glatt nochmal zur Autobahn greifen. Das leisten wir uns jetzt einfach mal. Da müssen wir auch problemlos runterkommen. Jawohl, das geht schon mal. Ist auch wieder eine weite Strecke. Aber geht halt nicht anders. So, einmal da rein. Sehr gut. Und Strom. Ja, ist halt auch weit weg, der Strom. Na ja gut, dann ziehen wir das halt hier rauf. Anders geht's nicht. Einmal den hier. Ach, so weit ist es gar nicht. Guck mal. Da haben wir ja tatsächlich da unten auch was. Und so wären sie schon drin. Das ist doch schon mal schön. Ja, nicht genug Strom. Ich weiß. Das werden wir gleich ändern. Just a moment. Mal das verbinden. Gucken, dass wir das Kabel haben. Hier außen rum.
Hier rum, da rein. Dann den ganzen Spaß verbinden mit dem Netz. Das wäre da hinten. Da kann man ja auch hier rein, da muss man nicht zwingend irgendwie in die Teile rein. Das geht eigentlich problemlos. Jetzt müssen wir aber noch... Ne, müssen wir nicht, die haben Strom. Bin ich hier auf doppelte Geschwindigkeit? Nö. Weil irgendwie, ich glaube, man sieht es auch im Video, die Performance kommt langsam an die Grenze hier. Das ist irgendwie auch kein Wunder, ich habe mich schon lange gewundert, wie performant das Ganze funktioniert, wenn ja so viel berechnet werden muss. Oh, hier ist aber noch ein Fehler drin. So, das müsste so funktionieren, würde ich mal sagen. Dann haben wir hier hinten noch Kupfer. Wo ist es denn? Da. Brauchen wir aber tatsächlich auch nicht. Wie sieht es jetzt hier aus? Das geht natürlich nicht so schnell mit dem Iridium. Also mit dem Iridium-Erz. Das braucht jetzt ein Momentchen, bis das da hinten ankommt. Das ist auch klar. Haben wir hier wieder die Türme? Jawohl, das ist genau besagtes Ding. Ja, wir können... Habt ihr eine Idee, wie wir das sozusagen optimieren können? Also wie die Sachen schneller hier hinkommen? Ich meine, wir haben hier die Autobahn. Also das müsste eigentlich funktionieren. Wir könnten natürlich eine super Autobahn draus machen. Ich weiß nur nicht, ob wir jetzt so viel Ressourcen investieren sollen für 2-3 Laster, die hier langfahren. Hier in die Richtung, das bringt gar nichts. Hier in die Richtung ist auch nichts, noch nicht. Ich guck mal schnell. Straße, super Autobahn. Sagen wir mal die hier. Ne, sagen wir die hier. Das ist dann aber wieder nur in eine Richtung. Boah, das wird teuer. Ne, das ist Käse. Weil man sieht, das sind alles Einbahnstraßen, die wir hier haben. Also beziehungsweise eine Richtung der Autobahn. Das heißt, wir müssen das in beide Richtungen ziehen. Das heißt, wir haben das Doppelte dann, was es kostet. Bei 160 Beton, das wäre kein Problem. Wir haben über 100.000. Aber die 32 Stahl, die schlagen dann natürlich schon zu Buche. Es ist schon schneller, aber wir haben hier eine Autobahn. Das heißt, die kommen schon schnell nach hier vorne. Aber es ist ja wirklich dermaßen weit. Das ist vom einen Punkt der Map nach hier hinten. Heiliges. Haben wir hier irgendwo einen Bahnhof in der Nähe? Mit Sicherheit. Die Frage ist, wo? Wo haben wir den Schienen? Hier unten. Da wäre ein Bahnhof. Wir können natürlich auch einfach eine neue Bahnlinie nochmal ziehen. Das muss ja nicht, das Schienennetz muss ja nicht verbunden sein, Leute. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wisst ihr was? Das machen wir mal. Mal gucken, ob das was bringt. Also, oder andersrum gesagt, wie viel bringt das? Also, machen wir hier gleich mal einen größeren Bahnhof. Wir haben die Ressourcen. Und stellen dich mal, da geht's nicht, irgendwo hier hin, damit du auch das hier noch ein bisschen mit versorgen kannst. Bisschen drehen. So, einmal so. Und dann hätten wir den anderen Kollegen, der darf gerne kleiner sein. Den würde ich dann tatsächlich hier hinten hinsetzen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Weil hier hinten ist nur Iridium. Also ob der Zug jetzt wirklich einfach dann Iridium nachher hinten bringt, weiß ich nicht. Wäre natürlich auch hier noch interessant, weil hier haben wir... Da haben wir doch auch noch. Ne, das ist Uran. Ja. Ne, wir machen die komplette Dingens. Wir können da immer noch einen Bahnhof hinsetzen. Wenn das auf irgendeine Art und Weise Sinn macht. So, Bahnhof. Dann hätte ich gerne die Schiene. Die hatten wir, die hatten wir, die hatten wir. Hier war sie versteckt. Haben wir nicht irgendwie Hochgeschwindigkeitsschiene? Oder, das sind wir, glaube ich, noch am Erforschen. Ne, da haben wir sie doch. Ja klar, Hochgeschwindigkeitsschiene. Kostet Stahl. Das wird uns wieder irgendwie an die Grenze bringen wahrscheinlich. Aber okay. So, wir wollen hier raus. Ja, und gehen aber runter. Weil ich glaube, eine Brücke kostet dann noch mehr. So, ich baue das einfach mal so. Wir wollen ja einfach zum Ziel kommen. Und man sieht hier tatsächlich, wie weit weg das ist. Und da ist der Stahl dann zu Ende. Eieiei, okay, also hier eine Bahnlinie langziehen. Das wird uns ruinieren, ich sehe es kommen. Aber ich mache es jetzt trotzdem, sobald wir mehr Stahl haben. Auf schneller kann ich nicht gehen. Also kann ich natürlich, ist möglich. Aber wir wissen, was dann passiert. Dann haben wir keine Performance mehr. Und zwar gar keine mehr. Weil hier passiert halt schon gar nichts. Also die kommen hier tatsächlich nicht an ihr Iridium-Erz ran. Gar nicht. Machen wir hier mal noch eine Straße rüber. Eine Abkürzung. Sag mal, warum klicke ich, wenn ich eigentlich sehe, dass es nicht geht? So, jetzt geht's. Gut. Wo gehen die hin? Ja, die fahren tatsächlich nach da hinten. Eine andere Möglichkeit. Ja, nee, gut. Die können natürlich auch hier rauf. Das ist dann auch noch eine Möglichkeit. Wie sieht's aus? Ja. Da müssen wir jetzt tatsächlich Geduld haben, bis wir das Teil fertig haben. Vor allem, wenn wir natürlich jetzt noch den Hyperspace hier aktiviert haben. Mal bis hierhin, Step by Step. Wir können ja in der Zwischenzeit gucken hier. Wohnungen sind in Ordnung. Was ist hier bei der Produktion? Immer noch Iridium-Erz. Ja, da haben wir im Moment keine Handhabe. Geht nicht. Wir haben jetzt die andere Quelle auch noch mit reingenommen. Jetzt muss das nicht genug Strom in Netz 2. Ach nö, mach mich doch nicht fertig. Wo haben wir denn Netz 2? Was habe ich denn jetzt wieder angestellt? Ist hier hinten Netz 2?
Nee, das ist die 1. Hä? Wo haben wir denn Netz 1? Wo haben wir denn Netz 2? Oh, das jetzt wieder finden. Halleluja. Wo habe ich was gemacht? Im Prinzip hier. Da ist aber kein Strom in der Nähe. Das kann also kein Problem sein. Das ist alles Stromnetz 1. Das ist natürlich genau das, was ich verhindern wollte. Dass wir jetzt plötzlich wieder zwei Stromnetze haben. Wenn das vorher ja okay war, dann müsste das doch neu entstanden sein. Wenn das neu entstanden ist, müsste es doch irgendwo hier sein. Oder sehe ich das falsch? Stromnetz 1, das ist also sozusagen das Richtige, wenn man so will. Und irgendwo müssen wir einen Ableger haben, der Stromnetz 2 sozusagen zeigt. Kann ich das? Moment, Visualisierungen, Strom. Stromnetz 1. Ja, und wo sehe ich jetzt hier, welches Stromnetz 2 ist? Wahrscheinlich gar nicht. Hier rüber gehen? Ne, da habe ich auch keine Markierung. Ja, blöd. Ganz blöd. Oder weiß jemand, wie man das besser rausfindet, wo wir jetzt Stromnetz 2 haben? Weil irgendwas haben wir jetzt tatsächlich gemacht, dass wir hier tatsächlich jetzt wieder zwei Stromnetze haben. Es ist ja schon ein Kreuz. Aha. Okay. Aha. Ja, ich sehe das Problem. Ah, sehr gut. Da kann man einfach auf den Pfeil klicken. War das schon immer so? Also ich habe doch schon mal irgendwie Stromnetze gesucht ohne Ende. Gibt's ja wohl nicht. So, einmal diesen. Oh, das ist alles rot. Komme ich hier irgendwie nicht durch? Doch, der ist doch blau. Das passt doch. So, irgendwie. Zack, so. Dann so. Und dann so. Funktioniert das? Stromnetz 1. Jawohl, jetzt müsste es passen. Das hängt zusammen. Da ist nichts rot. Nee, nee, da ist gar nichts rot. Hier hängt es auch zusammen. Gut, haben wir das gelöst. Dafür hat einfach ein Stück Kabel mal wieder gefehlt. Wo bin ich denn gerade? Irgendwie sind wir ganz woanders gelandet. Wie ist denn das da kaputt gegangen? Auch interessant. Hier hinten waren wir, genau. Was haben wir an... an Stahl? Ja, das reicht nochmal für 2,50 Meter. Das ist irgendwie Käse. Und in die andere Richtung müssen wir natürlich auch noch. Ja, irgendwie so. Irgendwie dann schwingen wir mal in die Richtung. Und dann ist schon wieder Feierabend. Der Bahnhof ist da hinten. Das heißt, wir werden hier noch über die Straße düsen. Das machen wir dann mit einer flotten Brücke. Sobald wir genug Stahl haben. Sollen wir nochmal die Stahlproduktion ein bisschen ankurbeln? Weil wir haben zwar wirklich eine gute Produktion mittlerweile. Aber im Verhältnis zum Beton ist das natürlich ein Wahnsinn, was wir hier haben. Stahl haben wir hier. Das wäre Eisen und Kohlenstoff. Das müsste eigentlich heißen. Genau, hier kriegt der Bonus. Ja, dann machen wir das doch glatt. Dass wir hier nochmal einen Happen hinstellen. Geht da noch was rein? Nein, da geht nichts mehr rein. Dann geht aber hier hinten noch was ran. Weil ich sag mal so, von denen können wir offensichtlich einfach nicht genug haben. Und wir kriegen hier Bonus ohne Ende, wie man sieht. Klar, denen fehlt natürlich dann noch Eisenerz. Aber da bin ich eigentlich guter Dinge, dass sie das geliefert kriegen. Relativ zügig. So, hier eine Straße lang. Dann hier einmal um den Strom rum. Nach da hinten. Dann hier rein. Dann hätte ich gerne hier noch eine Verbindung. In die Autobahn rein. Sehr gut. Und hier hinten machen wir das Ganze so. Und dann hier rein. Nicht, dass wir hier so einen riesen Knoten haben. Das möchte ich auch nicht. Eben, man sieht, ja, die brauchen jetzt natürlich Eisenerz. Die sind dann aber auch in der Nähe vom Bahnhof. Allerdings, der Bahnhof wird kein Eisenerz bringen. Höchstens, wir machen nochmal eine Bahnlinie. Ne, das ist Kupfererz. Irgendwo haben wir doch Eisen. Ist das hier Eisen? Ja, da könnte man nochmal eine Bahnlinie machen. Ich weiß halt nur nicht, ob das in dem Sinn wirtschaftlich ist, wenn man wirklich irgendwie, keine Ahnung, für einen Schlag Iridiumerz dann eben eine Bahnlinie hier lang zieht. Das weiß ich tatsächlich nicht. Apropos Bahnlinie. Lasst uns mal weiterbauen. So, ich würde hier dann mal langsam rübergehen. Würde heißen, hier ein bisschen Höhe. Einmal hier rüber schwingen. Hier wieder runter und dann ist eh schon wieder Feierabend. Jawohl, gut. Aber immerhin die Brücke haben wir. Ja, die passt schon mal. Ist halt eine Brücke. Nach hier hinten kommt man von hier. Ach, anschließen könnte man den noch. Auf der anderen Seite haben wir das auch noch nicht gemacht. Da brauche ich aber die Autobahn, bitteschön. So, einmal da rein. Nicht die Autobahn, die Betonstraße meine ich natürlich. So, da rein. Und nochmal schnappen. Und gerne hier rein. Müsste passen. Die andere Seite können wir lassen, weil hier haben wir noch nichts. Aber jetzt haben wir hier hinten nochmal einen Bahnhof. Einmal rückwärts durch die ganze Geschichte durch. Und du müsstest natürlich auch noch irgendwie angeschlossen werden.
Mal gucken. Das ist eigentlich die Straße? Es ist schon eher die Straße, wenn man es genau nimmt. So, mit einer Brücke hier rein. Hier kommen wir je nachdem. Doch, da kommen wir auch rein. Huggelig, aber wir kommen rein. Und hier hinten, das Teil wird wahrscheinlich eher schwierig. Ja, die Straße versucht verzweifelt irgendwie einen Weg zu finden. Das weiß ich sehr zu schätzen. Wird aber nichts bringen. Das macht aber nichts. Wir haben sie angeschlossen. Das ist einfach eine zusätzliche Alternative, wie man hier reinkommt. Und die ist halt zu. Oder geht das vielleicht mit der dünneren Straße? Man muss es erstmal erwischen. Nee, das ist irgendwie dermaßen im Berg drin, dass die Straße gar nicht schnallt, was hier los ist, so wie es aussieht. In die Richtung geht es auch nicht. Nee, geht nicht. Gut, dann geht's nicht. Was ist mit Stahl 300? Soll ich hier doch mal noch auf den? Oh, es ist halt, dann wird es halt schon grenzwertig hier. Man sieht Dockel, 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 Dockel. Nee, das ist Käse. Wir müssen uns damit abfinden, dass wir ein bisschen Geduld haben müssen. 460 Stahl. Kriege ich da nochmal eine Schiene hin? Ich weiß, man hätte es natürlich auch bauen können, jetzt ohne Hochgeschwindigkeitsschienen. Ja, aber wenn wir das jetzt schon machen. Weil die Grundidee ist natürlich schon, dass wir hier dann vielleicht auch noch einen Bahnhof haben später. Wenn wir diese Vorkommen hier noch brauchen. Hier haben wir zum Beispiel da Eisenerz. Das brauche ich nur hier hinten. Aber guck mal, die haben Eisenerz gekriegt, hier die Stahlfabriken. Oh, und zwar genug. Also, das sagt mir natürlich nichts anderes wie... Ich möchte noch mal ein paar von denen haben. Weil wenn die Lager sowieso voll sind... Ah, geht die da nicht dahin? Hier geht noch mal was hin. Okay, haben wir sonst noch was, wo wir Bonus kriegen? Also sprich, Kohlenstoff wäre da natürlich gefragt. Ja, hier hinten ist nichts. Oh, hier haben wir auch mal eine ganze Ladung. Da könnte man auch noch was machen. Hierhin. Mache ich mal. Ich weiß, die Nanoröhren, die wären natürlich auch noch gerne hier. Aber die müssen jetzt ein bisschen Geduld haben. So, jetzt sollten wir aber an Stahl rankommen, damit wir hier den Schienenbau forcieren können. Da wäre ich ja schon froh. Hier hinten waren wir. Kommen wir jetzt mit dem? Nö, das reicht nicht. Mit dem kommen wir da nicht rein. Da bin ich fast hundertprozentig sicher, dass das noch nicht reicht. Ja, da ist nämlich schon wieder Schicht im Schacht. Okay, aber viel fehlt nicht mehr. Das Problem ist, wir müssen dann noch in die andere Richtung. Aber unsere Stahlwerke, die arbeiten hier auf vollen Touren. Die Lager sind voll. Das ist ja schon mal okay. Die Produktionsübersicht. Oh, jetzt fehlt aber Kohlenstoff hier. Gut, das ist immer eine einfache Geschichte natürlich. Wenn man es findet, das war hier, Kohlenstoff. Machen wir doch glatt irgendwo hin, wo wir dann wieder Bonus kriegen. Wenn ich das so mache, hier. Ja, dann kann ich hier nochmal ein paar, entweder Nanoröhren hinstellen oder dann eben nochmal Stahlfabriken. Das ist ja dann egal. So, hier nochmal. Ja, da müsste die Zahl eigentlich runtergehen hier. Oh, echt jetzt? Die brauchen noch mehr? Das ist schon Kohlenstoff hier. Jawohl, Kohlenstofffilteranlage. Mhm. Wo können wir dich denn sonst noch hinmachen? Jetzt hat wieder... Ja, da ist wieder alles irgendwie bereits zugebaut. Beziehungsweise, ja, macht jetzt keinen Sinn dort. Wo stelle ich das denn noch hin? Irgendwie einfach so gerne tatsächlich, dass wir irgendwie den Bonus dann noch kriegen. Zum Beispiel so. So, hier nochmal, hier nochmal. Und hier ist wieder Autobahn, aber hier geht noch was hin. Hier geht noch was hin. Und jetzt haben wir es hier wieder richtig. Beziehungsweise so, wie es sein soll. Gut, Thema Zug. Es ist ein Hin und Her heute. Von der Schiene wieder irgendwo hin, weiß ich nicht wohin, nachrüsten. Ja, da rein. Und jetzt haben wir hier wieder diesen... Das ist schon schräg, dass das hier zweimal reingeht und hier geht es wieder raus. Seht ihr das? Wahrscheinlich schon. Das ist einfach merkwürdig, finde ich. Das hatten wir schon beim anderen Bahnhof. Hier müsste doch eigentlich die Gegenseite sein. Also das müsste hier sein. Weil hier hinten mit dem Knubbel ist es natürlich auch eher Mumpitz dann. Aber das müsste eigentlich soweit funktionieren. So, wie weit komme ich? Nochmal ein paar Meter? Jawohl, bis hierhin. Gut. Ich gehe mal davon aus. Nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, den Zug werden wir heute noch sehen. Nee, das wird wahrscheinlich nicht klappen. Weil solange das hier sich dermaßen langsam bewegt, obwohl wir jetzt wirklich Stahlproduktion haben. Ja, ohne Ende nicht, aber wir haben Stahlproduktion. Also so ist es nicht. Ich mache ja hinten mal nochmal welche hin. So, einfach weil es in dem Sinn fast nichts kostet. Und weil wir hier ja eh gerade die Dinger hingestellt haben, dass wir den Bonus kriegen. Hier kann ich nicht bauen, ist Autobahn. Hier oben auch nicht. Und hier geht's nicht. Hier vielleicht noch was. Da werden wir von denen Bonus kriegen.
Nee, aber hier dann nicht mehr. Dann lass ich's. Wenn sie uns keinen Bonus... Uff, okay. Hier gäbe es nochmal, aber hier ist wieder der Platz nicht vorhanden. Ich wollte gerade sagen, wenn wir keinen Bonus kriegen, dann lassen wir das. Hier hinten wird es auch nochmal ordentlich was geben. Da machen wir hier nochmal eine Ladung hin. Ich hoffe, ich habe so gebaut, dass der Eingang auf der richtigen Seite ist. Das wäre noch tatsächlich wünschenswert. Hier nochmal ein Teil. Ne, da ist der Bonus dann weg. Also nochmal eine Straße. Von hier oben. Mit F1 runter. Jawohl, das klappt. Das klappt auch. Ist dann so eine Art Hochstraße, die da reingeht. Aber das ist uns ja egal. Jawohl, das hängt alles dran. Hier komme ich nicht mehr lang. Das ist egal. Das ist eine Sackgasse. Das passt auch. Die müssen ja nicht hinten wieder rausfahren können. Ist höchstens hinten wieder rausfahren, dann wenn hier irgendwie mal Stau entsteht. Dann ist natürlich nicht schlecht, wenn man hinten auch wieder rauskommt. Gut, liebe Freunde. Danke euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Die Bahn ist im Bau. Das sollte also hoffentlich dann in der nächsten Folge soweit sein, wenn wir hier genug Stahl haben. Und ansonsten warten die hier allen Ernstes immer noch auf Iridium-Erze. Ja, das kann dauern, aber vielleicht können wir ihnen ja helfen. Tatsächlich eben mit der Bahn. Ich hoffe es mal stark. Danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Bis denne. Tschüss.